Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation hier auf tv.de Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zu einer neuen Folge, in der wir die Geschichte der Reformation und das Leben der Reformatoren, insbesondere das von Martin Luther, genauer unter die Lupe nehmen wollen. Wie wir es gewohnt sind, möchten wir vor der neuen Folge auch diesmal ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie du in der Geschichte dein Wort bewahrt hast und die Reformation Schritt für Schritt geführt hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch heute die Augen öffnest für die Dinge, die wir lernen können aus dieser Geschichte, die wir übertragen können, unser persönliches Glaubensleben. Sende dazu deinen Heiligen Geist und hab Dank, dass du bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen. Teil 26, Juli bis September 1518. Der Augsburger Reichstag. Die Freunde von Martin Luther hatten ihn verschiedentlich darum gebeten. Seine jüngste Schrift gegen Tetzel sei so gut, dass man sie noch einmal drucken müsse. Und Luther war eigentlich der Meinung, er habe nur mit Tetzel gespielt und er hätte noch viel deutlicher schreiben sollen. Trotzdem entschied er sich dieser Bitte seiner Freunde zu entsprechen und seine jüngste Anti-Tetzel-Schrift noch einmal nachdrucken zu lassen im Juli 1518. In jenem Juli erhielt er auch eine Warnung am 10. Juli um genau zu sein von Graf Albrecht von Mansfeld. Der warnte ihn, Wittenberg vorerst nicht mehr zu verlassen, es gäbe erhebliche Sicherheitsbedenken. Und Albrecht von Mansfeld war durchaus auf der Seite von Luther. Er sagte ihm, die wahre Theologie habe ihm diese Verfolgung eingebracht. Luther jetzt schon in echter Gefahr für das, was er glaubte und verbreitete. Im Juli 1518 begann dann der große Reichstag, der wie schon so oft in einer der bedeutendsten Städte des Heiligen Römischen Reiches stattfand, nämlich in Augsburg. Und die Agenda war kontrovers und delikat. Rom forderte eine neue Steuer, mit der man den Krieg gegen die Türken finanzieren wollte. Aber genau diese Türkensteuer war äußerst... Umstritten. Viele Flugblätter waren im Umlauf, die diese Türkensteuer als eine neue Geldschneiderei Roms und des Hauses Medici brandmarkte. Auch Luther wusste von diesen Gedanken. Die deutschen Städte waren erschienen, um die sogenannten Gravamina vorzubringen, in denen man sich über die Missstände, die schweren Missstände, beschwerte. Man stellte in Frage, ob es wirklich so zweckmäßig sei, dass so viel Geld nach Rom fließen muss. Und die Stimmung insgesamt äh, war durchaus antirömisch. Und einer der Wortführer dieses antirömischen politischen Kurses war der Kurfürst von Kursachsen Friedrich der Dritte, der Landesherr auch von Martin Luther. Gleichzeitig hatte der Kaiser seine eigenen Pläne. Er wusste, dass er nicht mehr ewig regieren würde und er wollte rechtzeitig die Thronnachfolge regeln. Er hatte seinen eigenen Enkel, Karl von Spanien, auf dem Plan und wollte, dass auf diesem Reichstag der zum, Kaiser, zum neuen designierten Kaiser gewählt wird. Aber wiederum war es viel. Friedrich der III., der genau dagegen etwas hatte und mit allerlei politischen Winkelzügen das zu hintertreiben suchte. Das bedeutete, dass von Anfang an für Luther die Sache politisch nicht besonders günstig war. Der Papst sah potenziell Friedrich III. als eine Gefahr, weil der gegen die Türkensteuer war, und auch der Kaiser war kein Freund von Friedrich III., weil der seine Thronfolgepläne ja, hintertrieb. Von daher konnte man weder von der kaiserlichen noch von der päpstlichen Seite mit einem besonderen Wohlwollen gegenüber Luther rechnen. Spalatin war mitgereist als Berater des Kurfürsten. Auch andere große Namen waren natürlich da. Ähm, Albrecht von Brandenburg, der Erzbischof selbstverständlich, ebenfalls mit dabei. Er wurde auf diesem Reichstag zum Kardinal erhoben. Und Ulrich von Hutten war als sein Mitarbeiter auch mit dabei. Genauso auch wie Albrecht Dürer, der als Vertreter der Stadt Nürnberg dabei war und der bei dieser Gelegenheit wohl sein berühmtes Porträt des reichen Fugger anfertigte. Am 25. Juli wurde Luther Opfer eines Hinterhaltes. Er war eingeladen worden von dem Leipziger Hofgeistlichen Hieronymus Emser, das war der Hofgeistliche von Herzog Georg, zu einem Abendessen und einige andere Thomisten, also Scholastiker, die Thomas von Aquinas folgten, aus Leipzig waren eingeladen und ähm, es, es äh, entwickelte sich eine intensive Diskussion. Man streitete über, man stritt über den Bann und über Aristoteles und über Thomas von Aquinas. Was Luther nicht wusste, das war das hinter der Tür. Ein Dominikaner sich platziert hatte und lauschte. Man wollte Luther mit heretischen Aussagen fangen, um ihn dadurch ein Bein stellen zu können. Zurück nach Augsburg, wo Friedrich III. Anfang August eine Anfrage erhielt. Kein geringerer als der berühmte und ja auch heftig umstrittene, weil zu den Juden so liberale und freundliche ähm, Gelehrte, der ja, Johannes Reuchlin wurde vorstellig und fragte den Kurfürsten, ob er nicht einen guten Gräzisten, einen Griechischlehrer gebrauchen könnten, einen vortrefflichen Gelehrten. Reuchlin stellte ihm seinen Großneffen vor. Philipp Melanchthon, der zu dem Zeitpunkt 21 war und der trotz kleiner Gestalt, schmächtiger Gestalt eine unglaubliche Begabung, eine wissenschaftliche und auch pädagogische Begabung hatte. Und Kurfürst Friedrich III., der hat nicht lange gezögert und hat ohne weiteres den Melanchthon als neuen Griechischlehrer für die Universität in Wittenberg angestellt eine Entscheidung, die noch weitreichende Konsequenzen für die Reformationsgeschichte haben sollte. Am 5. August ließ der Kaiser ein Schreiben an den Papst verfassen, das allerdings vermutlich von Cajetan stammte. Cajetan war ja der Legat Roms für den Augsburger Reichstag. In diesem Schreiben warf man Luther neue Irrlehren vor. Ganz besonders bezog man sich auf die Kirchenbannpredigt, deren Aussagen Luthers ja aus dem Kontext gerissen worden waren und mit einem fremden Spottgedicht über Rom äh, durch seine Feinde verbreitet worden war, um ihm zu schaden. Und das hat jetzt in Augsburg ziemlich die Runde gemacht und Luther wirklich schwer geschadet. Kajetan sandte diesen Brief des Kaisers nach Rom und damit hatte Rom eine noch bessere Position Luther gegenüber, der sich offensichtlich ja so negativ über das Papsttum geäußert hatte. Das ähm, hat in Rom natürlich für wenig äh, Begeisterung gesorgt und man war jetzt gewillt gegen Luther vorzugehen mit aller Macht. Luther hat seines seinerseits die Notwendigkeit verspürt, das Ganze etwas gerade zu rücken. Er hat im August diese Predigt über den Kirchenbann nochmal so aus dem Gedächtnis rekonstruiert und dann selbst veröffentlicht, um zu zeigen, was er eigentlich gepredigt hatte, um auch diese Verleumdung gegen ihn zu entkräften. Er hat hier sehr behutsam und vorsichtig formuliert. Und wir können einige der Hauptpunkte hier kurz benennen. Er hat in seiner Predigt versucht, deutlich zu machen, dass ein Kirchenbann lediglich die äußerliche Kirchengemeinschaft entzieht, aber nicht äh, einen Einfluss hat auf das Verhältnis zu Gott. Wenn also die Kirche den Kirchenbann ausspricht, dann äh, ist die Person, die gebannt ist, zwar ausgeschlossen aus der Kirche, kann ich dann an den Serramenten teilnehmen, aber das heißt nicht automatisch, dass sie verloren ist oder dass dadurch die Verbindung zu Gott gebrochen ist. Das nimmt natürlich dem Kirchenbann eine ganze, ganze, eine ganze Reihe von, von, von Macht und von, von Wirksamkeit. Diese letztlich ja biblische Idee, die Luther hier beschreibt. Er sagt, der Bann soll erbauen und ist eigentlich ein heilsames Zuchtmittel. Es soll angewandt werden, um, um wirkliche Sünder wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber der Bann wird zu seiner Zeit falsch verstanden und falsch angewandt. So hat dann der Predigt das formuliert. Außerdem kritisierte Luther, dass der Bann oft auf wirtschaftliche Verhältnisse angewandt wurde. Mit anderen Worten, wenn jemand Geld schuldete und er konnte das Geld nicht bezahlen, hat man ihn mit dem Kirchenbann belegt. Und Luther sagte, das ist falsch. Insgesamt sollte der Bann nur sehr sparsam angewendet werden. Und selbst dann, wenn der Bann falsch gehandhabt wird so Luther, sollte man ihn trotzdem ehren. Er verglich das mit einer Mutter, die ungerecht strafen, die man trotzdem ehren sollte. Und das war so seine Vorstellung von der Kirche. Die Kirche benutzt die kirchlichen Strafen nicht immer korrekt. Trotzdem soll man ihr Gehorsam sein. Und das zeigt, dass Luther auch zu diesem Zeitpunkt keineswegs eine Grundsatzkritik an der Kirche übte, sondern einfach nur die Kirche verbessern wollte. Am 7. August erhielt dann Luther ein Schreiben. Er erhielt die Vorladung nach Rom durch Cajetan und damit war es jetzt dem Luther bewusst, dass der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet worden ist. Auch die, die Gut, das Gutachten äh, wird dem Luther jetzt äh, übermittelt und gedruckt vorgelegt und Luther war vollkommen geschockt. Er war wirklich tief getroffen, dass er jetzt offiziell in Rom angeklagt ist. Das Gutachten hat ihn erstmal nicht so sehr beeindruckt. Er hat geglaubt, dass Pires ohnehin als Dominikaner und Thomist parteiisch ist und weil dieses Gutachten so schlecht geschrieben war, hat er eine ganze kuriose Strategie gefahren. Er hat einfach dieses Gutachten so wie es war nachdrucken lassen, damit alle sehen, wie schwach die Argumente Roms gegen ihn sind. Wie gesagt, kam diese Vorladung von Cajetan, der dadurch jetzt auch direkt involviert war in diese Luther Sache. Und Luther konnte eine Zeit lang sich kaum richtig beruhigen, weil er liebte die Kirche und die Idee, dass in der ewigen Stadt, zu der er ja einige Jahre zuvor gepilgert war, sein Name jetzt als potenzieller Ketzer gehandelt wurde, dass er offiziell sich jetzt äh, verteidigen musste, das hat ihn wirklich letztendlich überrascht. Er hat sich dann äh, überlegt, was er noch tun kann, außer das Gutachten zu veröffentlichen und er kam auf die Idee, eine Antwort zu verfassen. Und er hat, nachdem der Piras schon äh, nur in drei Tagen das Gutachten formuliert hat, hat er den noch unterboten und hat seine Antwort in nur zwei Tagen verfasst. Und äh, das war unter anderem auch der Tatsache der Schuld, dass er diesen Silvester Mazzolini pierras eigentlich gar nicht wirklich ähm, ja, geachtet hat als einen ernstzunehmenden Gelehrten. Am 8. August, einen Tag später, schreibt dann Luther an Spalatin. Er weiß, dass er jetzt auf dessen Hilfe angewiesen ist und äh, dass vor allem die Ehre der Universität auf dem Spiel steht. Wittenberg kann es sich nicht leisten, dass sein bekannter Professor der Ketzerei angeklagt wird. Der Kurfürst soll einschreiten und möglicherweise auch der Kaiser. Luther hofft, dass das Verfahren von Rom transferiert werden kann nach Deutschland. Diese Regelung ist möglich seit dem Basler Konzil, vor allem dann, wenn es ein gewisses begründetes Misstrauen gegen Rom gibt. Und äh, eins ist sicher, die Zeit eilt. Er soll sich innerhalb von äh, wenigen Wochen in Rom stellen. Jetzt muss schnell gehandelt werden. Interessanterweise versucht im selben Monat Johannes Eck, der mittlerweile sich so zum, zum Feind Luthers äh, stilisiert, sechsmal im August versucht er, bei dem Kurfürsten eine Audienz zu erhalten, um diesen gegen Luther zu beeinflussen. Also die Intrigen waren jetzt von allen Seiten sehr stark, doch es war gerade Spalatin, der ihn sechsmal abwimmelt und es verhindert, dass Johann Eck bei dem Kurfürsten vorsprechen kann. Währenddessen verbessert sich die politische Lage auf dem Reichstag ein wenig weil kur-sachsen und andere so stark gegen die türkensteuer protestieren ist der kaiser durchaus beeindruckt von diesem widerstand und ist geneigt jetzt da etwas äh, einzulenken und äh, diese, diese kritik mit zu unterstützen. am 14. august antwortet johannes eck auf die thesen von karlstadt. Er will die Sache jetzt möglichst in der Öffentlichkeit ausfechten und er fordert eine Entscheidung entweder vom Papst oder von den berühmten Universitäten in Paris, Köln oder Rom. Eck will das Ganze jetzt an das grelle der Öffentlichkeit zehren und auf großer Bühne Karlstadt in die Knie zwingen. Er schlägt eine öffentliche Disputation vor und zwar für den 3. April 1519. Also in einem Dreivierteljahr, bis dahin hat man genügend Zeit, das vorzubereiten. Und äh, er gibt das Datum vor und Karlstadt soll den Ort wählen. Mitte August schreibt Spalatin an den kaiserlichen Rat Renner. Man bittet den Kaiser, dass er sich doch irgendwie einsetzen möge beim Papst, dass die Sache Luthers in Deutschland verhandelt wird. Also, jetzt auf politischer Ebene versucht man jetzt von Seiten des Kurfürsten Luther zu helfen. Man schlägt vor, dass es ein Verhör geben könnte bei dem Bischof, Bischof von Würzburg zum Beispiel, weil der den Sachsen wohlgesonnen ist, oder auch bei dem Bischof von Freising. Freising ist sogar von Sachsen abhängig. Also, hier sieht man ein bisschen auch die politischen Schachzüge, die man versucht zu gehen. Oder aber eine Universität soll darüber entscheiden, wobei Erfurt, Leipzig und auch Frankfurt oder wegen ihrer offensichtlichen anti haltung ausgeschlossen werden. Man möchte, dass das Ganze von Gelehrten entschieden wird und nicht durch die kirchliche Justiz. Eigentlich äh, scheint dieses Ansinnen von Spalatin aussichtslos, weil ja der Kaiser schon nach Rom geschrieben hat, aber tatsächlich so. Können wir heute rekonstruieren? Scheint der Kaiser doch jetzt hier einen kleinen, leichten Kurswechsel vorzunehmen. Am 16. August promoviert Justus Jonas, mit mittlerweile 25, zum Lizenziaten beider Rechte in Erfurt. Er ist mittlerweile eine führende Figur im Kreis der Erfurter, Erfurter Humanisten und hat auch sehr guten Kontakt mit Johannes Lang, dem Freund. Luthers. Dadurch interessiert er sich immer mehr auch für theologische Fragen und beginnt sich mit den Ideen Luthers vertraut zu machen. Durch Luther angeregt beginnt er auch griechisch zu lernen oder durch, ähm, durch lange eigentlich angeregt vielmehr. Und äh, dadurch beginnt Justus Jonas immer mehr in diese Rolle hineinzuwachsen, die er später auch in der Reformation noch spielen wird. Er wird in diesem Jahr auch Kanoniker an der Erfurter Severikirche. Am 21. August sind dann endlich die sogenannten Resolutionen zu den 95 Thesen fertig gedruckt. Diese Auflösungen erklären, was, er, was Luther mit den 95 Thesen gemeint hat und sie können jetzt von allen gelesen werden und werden verbreitet. Zwei Tage später, am 23. August. Gibt es eine kurze Nachricht des Papstes an Cajetan? In diesem Breve heißt es, dass Luther ein notorischer Ketzer ist. Das bedeutet de facto, dass er bereits vorverurteilt ist und die Beweiserhebung jetzt eigentlich schon juristisch gesehen fast abgeschlossen ist. Der Prozess ist aus Roms Sicht schon fast am Ende, obwohl er eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat und Cajetan hat jetzt die Aufgabe, Luther in seine Gewalt zu bringen, damit er in Rom vor ein päpstliches Gericht gestellt werden kann. Sollte Luther widerrufen, hat Cajetan jetzt die Autorität, ihn zurück in die Kirche aufzunehmen. Cajetan bekommt sogar die Vollmacht, Luther notfalls zu exkommunizieren und zu bannen und sogar die Unterstützer Luthers mit dem Interdikt, mit dem Kirchenbann zu belegen. Das heißt, auf dem direkten Wege zum Legaten äh, ist Rom schon sehr forsch. Parallel dazu versucht man sehr viel diplomatischer. Auch bei dem Kurfürsten etwas zu erreichen. Sehr behutsam und sehr schmeichelnd wendet sich die römische Kurie an den Kurfürsten und er bittet eine Auslieferung von Luther und verspricht natürlich ein faires Verfahren. Aber der Friedrich ist äh, Politiker genug, um zu wissen, dass die Schmeichelei nur halb ernst gemeint sein kann und geht darauf natürlich erstmal nicht so direkt ein. Am 25. August macht Rom den nächsten Schachzug. Das geht jetzt sehr, sehr schnell. Man schreibt an den Sächsischen Provinzial des Augustiner Eremitenordens, das ist Gerhard Hecker, der soll jetzt gegen Luther vorgehen. Das ist deswegen interessant, weil der Hecker eigentlich als Vorsteher der gewöhnlichen Augustiner Eremiten gar nicht für Luther zuständig ist, sondern Staupitz, weil ja Luther, genau wie Staupitz, zu den Observanten, den reformierten Augustiner Eremiten gehört. Rom scheint zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu glauben, dass man über Staupitz noch an Luther rankommen kann, dass Staupitz kooperieren würde. Und äh, so versucht man jetzt über diesen römischen Protomagister Luther zu bekommen. Möglicherweise hat der Hacker sogar den Luther zu dieser Zeit persönlich vorgeladen. Luther wendet sich jetzt erneut an Spalatin. Er hat zwar nicht genau die Ahnung, was alles im Hintergrund, auf der politischen Bühne, hinter den Kulissen läuft. Aber er weiß, und das schreibt er an Spalatin, dass jetzt das Licht und die Finsternis miteinander kämpfen. Und äh, er schreibt an Spalatin, dass seine Freunde, seine, Freunde aus der, seine juristischen Freunde, einen Plan gemacht haben und er schlägt den jetzt Spalatin vor. Wie wäre es, wenn er Luther formal beim Kurfürsten um sicheres Geleit bittet und der das einfach ausschlägt, dann hätte Luther einfach einen Grund, nicht nach Rom zu gehen. Aber der Kurfürst ist von dieser Idee nicht besonders angetan und zwar zu Recht. Das ist dann doch etwas fadenscheinig und dieser Vorschlag wird abgelehnt. Gegen Ende August trifft Melanchthon in Wittenberg ein. 10 Uhr vormittags. Er wurde begleitet von seinem Freund Matthäus Albe. Und äh, schon bald, wie wir sehen werden, hat äh, Melanchthon diese kleine Universitätsstadt im Sturm erobert. Ende August ist die Sache mit der Königswahl weiter im Gange auf dem Reichstag und wiederum entwickelt sich die sache jetzt so dass es politisch eher günstig für luther wird weil rom sich gegen karl stellt die, der papst möchte unter allen umständen verhindern dass der junge karl der könig von äh, spanien und auch schon könig von sizilien wird ist auch noch könig über deutschland wird und, und römischer kaiser weil dann wäre der kirchenstaat von beiden seiten von süden und von norden von karl eingeschlossen und das wäre eine echte politische gefahr. deswegen braucht rom einen verbündeten. ende august entwickelt sich die angelegenheit der königswahl immer mehr so dass es luther zugute kommt. rom ist ganz gegen die Vorstellung des Kaisers. Der will ja unbedingt, dass sein Enkel Karl, der erste König von Spanien, auch deutscher, römisch-deutscher König wird. Aber der ist schon König von Spanien und König von Sizilien. Das heißt eigentlich de facto von ganz Süditalien. Wenn der auch noch Kaiser des römischen Reiches würde, dann wäre der Kirchenstaat von Norden und Süden eingeschlossen durch diesen Karl und das will das Papsttum unter allen Umständen verhindern. Es wird jetzt zur politischen Notwendigkeit, Karl den ersten zu verhindern. Und Rom sucht deswegen nach Unterstützern, da der Kaiser, der künftige von den Kurfürsten gewählt wird, braucht man die Kurfürsten auf der römischen Seite, damit der Karl nicht die notwendigen Stimmen bekommt. Und da der sächsische Kurfürst Friedrich III insbesondere auch ein Gegner von Karl ist, versucht Rom jetzt den Schulterschluss mit Friedrich dem Und das ist für die Luthersache günstig. Denn damit hat Friedrich der plötzlich ein Druckmittel in der Hand, um Rom in der Luthersache etwas zum Einlenken zu bewegen. So kommt es, dass der Kurfürst mit Cajetan verhandelt. Am Rande des Reichstags wegen Luther und der Legat äh, ergibt sich hier sehr milde und sehr zuvorkommend. Selbst Spalatin sieht jetzt eine Chance, dass Luther verteidigt werden kann. Friedrich erreicht es, dass äh, Cajetan sich in Rom dafür einsetzt, dass die Luther-Sache von Rom nach Deutschland übertragen wird. Kajetan hat mehrfach dem Kurfürsten versichert, dass man mit Luther milde verfahren werde und ihn auf keinen Fall gefangen nimmt, obwohl er ja aus Rom genau diesen Auftrag hat. Damit hat Kajetan sich jetzt selbst die Hände gebunden, weil er wenn er den Luther gefangen nimmt, dann dem Kurfürsten sein Wort gebrochen hat, so kann er um allen gegenüber das Gesicht zu wahren, eigentlich nur darauf hinwirken, Luther möglichst zum Widerruf zu bewegen wenn er gleichzeitig seinen Anweisungen aus Rom treu bleiben möchte. Am 29. August hält Philipp Melanchthon seine berühmte Antrittsrede in Wittenberg. Darin geht es um die Verbesserung des akademischen Studiums. Und er stellt in seiner Antrittsrede die Geschichte der Wissenschaft und der Kirche über die Jahrhunderte dar, wie es immer mehr zum Verfall gekommen ist. Und er fordert dann alle auf, die griechische Sprache zu erlernen, weil man dadurch die ganzen Quellen der Wissenschaft und die Quellen der Theologie neu erschließen kann. Man solle die Ursprachen studieren und damit die Quellen selbst studieren und nicht immer nur die scholastischen Kommentare, die alles nur verdunkeln. Diese Rede ist intellektuell so scharf und rhetorisch so sauber, dass sie von allen begeistert aufgenommen wird man hatte vorher nicht genau gewusst wo dieser junge äh, mann aus süddeutschland steht aber jetzt ist man mehr als zufrieden einen solchen fortschrittlichen und intellektuell überzeugenden jungen mann äh, als lehrer für die universität gewonnen zu haben der melanchthon erobert die herzen nicht nur der anderen professoren sondern vor allem auch der studenten im Sturm. Selbst Luther ist äußerst zufrieden. Er macht sich aber von Anfang an Sorgen um die Gesundheit von Melanchthon, weil der so schmächtig ist und äh, so unscheinbar und äh, wohl die Arbeitsweise vielleicht nicht vertragen könnte. Melanchthon aber hat, wie gesagt, gigantischen Erfolg. Von Anfang an ist er der beliebteste Sch äh, Professor an der ganzen Universität, der beliebteste äh, Dozent. Zu seinen Vorlesungen kommen regelmäßig 500 bis 600 Studenten, mehr noch als zu Martin Luther, der bis dahin ja der, der Star in Wittenberg war. Und seine Vorlesungen handeln vor allem über Rhetorik und auch über den Plutarch. Später kommen auch Vorlesungen über biblische Bücher dazu. Am 31. August haben wir einen Brief von Luther an Spalatin, da geht es unter anderem über Melanchthon hier. Er hat eine Rede gehalten, die hochgelehrt und ganz ohne Fehl war. Wir haben unsere Meinung und unser Sehen gar bald von seiner Statur und seiner Person abgewandt. Mit anderen Worten, sein, sein Erscheinungsbild war jetzt nicht so äh, überwältigend. Ich begehre durchaus keinen anderen Lehrmeister für das Griechische, solange er gesund bleibt. Nur eines fürchte ich, dass er, weil er so zart ist, die Lebensweise unserer Gegend nicht ertragen möge. Äh, Im gleichen Brief setzt er sich noch dafür ein, dass man äh, dem Melanchthon auch ein besseres Gehalt zahle, weil er wohl für einen Hungerlohn erstmal eingestellt worden ist und äh, man fürchte, dass er möglicherweise von den Leipzigern abgeworben werden könnte. Der Brief geht noch weiter. Äh, Luther schreibt hier: "Ich schicke meine ganz possenhaften und völlig aus dem stegreife geschriebenen Tändeleien wie der Silvester, das ist der Prierias, der dieses Gutachten in Rom erstellt hat, meinen recht waldmäßigen, das ist ein Wortspiel, weil Silvestrem waldmäßig heißt, und bäuerischen Sophisten, die ich in zwei Tagen ausgeschüttet habe. Also Luther rühmt sich noch damit, dass er zwei Tage nur gebraucht hat für diese Antwort, denn er schien mir nicht wert, dass ich um seinetwillen umsonst die Kraft meines Verstandes und die Mühe des Studiums daran setzen sollte. Luther hat also den äh, Silvester eigentlich im Wesentlichen verachtet. Trotzdem ist seine Antwort durchaus spektakulär. Äh, in dieser, diesem Antwortschreiben äh, stellt er die Prämisse auf, dass alles, aber auch wirklich alles am Evangelium geprüft werden muss und er begründet das mit der Bibel. Denn Paulus sagt: Prüft alles, das Gute behaltet. Und er zitiert Galater 1, Vers 8, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was ihr euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und nicht nur sagt die Bibel das, dass die Bibel der einzige Maßstab ist, auch die alten Kirchenväter haben das gesagt. Äh, Luther zitiert Augustinus, der gelehrt hatte, dass nur die Bibel allein unfehlbare Autorität ha habe. Ein Gedanke, der ja auch schon von Karlstadt in seinen äh, 151, 151 Thesen aufgeführt worden ist. Und das Ganze rundet Luther dann damit ab, dass auch das Kirchenrecht besagt, dass nur das vorgebracht werden darf, was auch in der Heiligen Schrift enthalten ist. Also Luther hat hier in der Kürze ein sehr durchdachtes, ähm, auch nach den damaligen wissenschaftlichen Maßstäben rundes Argument vorgebracht. Biblische Zitate, alte Kirchenväterzitate, Kirchenrecht, alles stimmt überein. Ähm, die Bibel ist der alleinige Maßstab. Und das ist ein wesentlicher Meilenstein auf äh, dem Weg zu diesem Prinzip sola scriptura allein die bibel dem luther war es vollkommen klar dass trotz der eigentlichen offensichtlichkeit seiner aussage das trotzdem eine totale grundlagenrevolution war denn äh, selbstverständlich hat man nicht so verfahren äh, in den juristischen noch theologischen debatten seiner zeit äh, weiter schreibt er an den äh, Prias, dass Thomas von Aquinas, der berühmteste aller Scholastiker, zu verwerfen ist, weil er die Bibel falsch auslegt und nicht mit Paulus harmoniert. Und äh, dass man Christus nur ohne Thomas verstanden, verstehen kann, dass also der Thomas von Aquinas mit seiner Lehre das Evangelium verdunkelt, dass der Thomas vom katholischen Glauben abgewichen ist. Also es ist ein wirklich starker Tobak, den er hier äh, formuliert. Und äh, in der Sache bleibt Luther bei seiner Meinung, der Papst hat keine Gewalt über das Fegefeuer, keine Gewalt über die göttlichen Strafen, sondern nur über die Strafen, die er selbst auferlegt hat. Und Luther macht deutlich, dass er nicht das Papsttum angreift, sondern lediglich die Geldsucht Roms. Ähm, denn immer wieder wird von seinen Feinden versucht, ihn in die Ecke zu drängen, dass er in Wirklichkeit ein Gegner des Papsttums an sich ist. Anfang September hat Luther sich dann einigermaßen gefasst. Er schreibt an Staupitz und sagt, ich bin jetzt wieder der Alte. Er gibt zu, wie sehr ihn es geschockt hat, zu wissen, dass er jetzt formal angeklagt ist. Aber jetzt hat er sich wieder. Und er schreibt an Staupitz, dass dieses Verfahren ihn nicht mehr bewegt. Es ist interessant, dass auch dieser so mutige und, und, und standhafte Luther durchaus seine Zeit des Zweifels und der Verzweiflung gehabt hat, als er mit den Realitäten konfrontiert war. Aber nach einigen Tagen. War es damit dann auch vorbei? Am 2. September hat Lothar sich noch einmal an Spalatin gewandt und in äh, dem Fall ging es äh, nicht um seine Sache, sondern um die äh, Universität. Ähm, ihm war aufgefallen, dass man zwar die Vorlesung an der Universität reformiert hatte, aber die Prüfungsordnung nicht angepasst hat und äh, Lothar reklamiert das und sagt: Wir können nicht die Vorlesung ändern, aber noch nach der alten Prüfungsordnung die Studenten prüfen und auch in dieser Hinsicht hatte Luther also einiges zu tun. Am 3. September hat der Papst dann eine neue Front eröffnet, äh, mit einem neue, mit einer neuen äh, Idee versucht in der Luther Sache was zu erreichen. Er kam auf die Idee, dem Kurfürsten die sogenannte goldene Tugendrose zu verleihen. Die wurde allen Fürsten gegeben, die sich besonders um die Kirche verdient gemacht haben. Mit ihr war ein besonderer Ablass verbunden und das sollte den Kurfürsten schmeicheln. Und da hatte er nicht völlig falsch gedacht. In der Tat war der Kurfürst von dieser Idee durchaus angetan, diese goldene Tugendrose zu bekommen. Und die musste übergeben werden. Und dazu wählte Papst Leo X. einen eigenen Gesandten aus. Einen sächsischen Kammerjunker, der als päpstlicher Kammerjunker in Rom aktiv war. Sein Name war Karl von Miltet. Er war ein relativ junger Mann als Sachse äh, nur geeignet, nach Sachsen auch zu reisen. Und er ist so in der ganzen Luthergeschichte so ein bisschen oft als die komische Figur, äh, um nicht zu sagen eine Witzfigur dargestellt worden. Fakt ist auf jeden Fall, er war ein Lebemensch, der der theologischen Tiefe und den Zusammenhängen in der Luthersache gar nicht gewachsen war, wie sich bald zeigen würde. Er bekam jetzt den Auftrag, nach Sachsen zu reisen und diese Tugendrose zu übergeben möglicherweise hat sich in dieser Zeit auch der Kaiser für Luther eingesetzt. Aber was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass auch andere Theologen jetzt auf Luther einwirkten. Am 4. September haben wir einen Brief von Wolfgang Köpfle Capito, der Theologieprofessor war und in Basel am Münster predigte und er war Luther sehr wohlgesonnen und äh, war selbst ein Hebraist, das heißt ein, ein, ein Gelehrter der, der, der hebräischen Sprache. Und er schreibt an Luther und, und berichtet, wie sehr Erasmus auch die äh, Ablassthesen bewundert und so weiter. Aber dann warnte ihn und sagt, sei nicht zu kämpferisch und äh, versuche ja nicht den Papst irgendwie zu verletzen. Hier haben wir einige äh, Auszüge aus seinem Brief. Glaube mir, stückweise wirst du das ausrichten, was du mit allen Kräften nicht einmal hättest ins Wanken bringen können. Also, er plädiert so für ein schrittweises Vorgehen. In solcher Weise haben die Apostel nichts plötzlich, nichts so offen betrieben. Überall haben sie eine zierliche Feinheit bewahrt. Wie sehr wünschte ich doch, dass du immer ein Fenster offen hieltest, aus dem du entfliehen könntest, wenn auch nur mit einer Disputation geplagt. Also, der Capito sagt, wag dich nie zu weit vor, lass dir mein Hintertürchen offen. Und obwohl in gewisser Weise äh, sicherlich solche Aussagen auch dem et manchmal etwas sehr gestümen Luther, um, ungestüm Luther etwas äh, helfen konnten, zeigt sich das andersrum, ein Wolfgang Capito niemals die Reformation vorangebracht hätte. Wenn jemand immer nur darauf bedacht ist, ein Hintertürchen zu haben, dann äh, wird nie etwas Großes entstehen im Werke Gottes. Und das zeigt sich also, wie hier die verschiedenen Reformatoren auch unterschiedliche Herangehensweisen hatten und wie wir von ihnen lernen können. Am 5. Dezember schreibt dann äh, Spalatin noch einmal an Luther und äh, wir haben hier auch einen kurzen Ausschnitt. Der Kardinal Cajetan, wenn er nicht sowohl den Fürsten als auch mich täuscht, ist nicht so gar feindselig gegen dich. Dass er so großes Übel wie der dich bei dem Kaiser und den Großen des heiligen römischen Reiches vornehmen sollte. Nach meinem Dafürhalten hast du dich gesetzmäßig genug erboten, über deine Sache erkennen zu lassen, an einem unverdächtigen Orte vor unverdächtigen Richtern. Also der Spalatin sagt du, ich denke, das, das wird, äh, wird in Ordnung gehen. Und dann sagt er hier, einen Ketzer nennt dich nur das Tetzelche Gesindel, das heißt die Leute, welche von allen schönen Künsten und Wissenschaften nichts verstehen. Jedoch hüte dich auf das Sorgfältigste, dass du nicht entweder im Predigen oder im Disputieren oder im öffentlichen Lehren jene Wespen noch heftiger reizest. Also auch Spalatin schreibt ihm, wie die Sache jetzt steht, kann es gut ausgehen, aber bitte, 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 keine neuen Provokationen mehr. Ja? Nicht die Wespen noch mehr reizen. Am 10. September informiert dann Mil Miltitz den Spalatin über das Vorhaben, dass der Papst gerne dem Kurfürsten die goldene Tugendrose übergeben möchte. Und am 11. September gibt es neue Nachrichten und Anweisungen aus Rom für Kajetan. Er soll Luther vernehmen, einen Widerruf entgegennehmen oder ihn verurteilen. Er darf sich, so ist die Anweisung, auf keinen Fall auf eine Disputation Einlassen. Und damit liegt jetzt die richterliche Verantwortung tatsächlich in den Händen von Kajetan. Mitte September erfährt dann auch Luther, dass es jetzt wohl so aussieht, dass man seine Sache in Deutschland verhandeln möchte. Und das bedeutet, dass er jetzt nicht mehr fürchten muss, die Vorladefrist nach Rom zu versäumen. Und damit ist ein bisschen Druck aus der Sache erst einmal heraus. Und das hat sicherlich auch zu tun mit den politischen Gegebenheiten auf dem Augsburger Reichstag in Bezug auf die Königswahl. Mitte September, es hat nicht lange gedauert, da ist Melanchthon von Luther voll anerkannt. Kurze Zeit später stellt sich auch Karlstadt ganz. Hinter den jungen Gräzisten. Und zwischen Luther und Melanchthon formt sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eine wirklich intensive und enge Freundschaft. Luther wird in gewisser Weise zum Vorbild für Melanchthon. Und als der dann seine Antrittsrede veröffentlicht und drucken lässt, verfasst er noch ein eigenes Gedicht, äh, in dem er Luther als den Verkündiger, den Lehrer der göttlichen Wahrheit preist ebenfalls im September wurde in Löwen das äh, Collegium Trilingue eingeweiht. Das war eine von der Universität unabhängige Einrichtung, deren äh, bauliche Substanz zum Teil heute noch zu finden ist. Es war eine Initiative der Humanisten, indem man einfach diese drei wesentlichen Sprachen, hebräisch, griechisch und latein in kostenlosen Vorlesungen vermittelte und Erasmus war federführend in der Organisation dieses Lehrbetriebes. Am 14. September wendet sich Staupitz nah an, an Luther und sagt, komm zu mir nach Salzburg. Staupitz ist wirklich ernsthaft besorgt, ähm, seitdem er erfahren hat, dass Luther von Rom vorgeladen worden ist. Eine Woche später, am 22. September, reist dann der Kurfürst. Aus Augsburg ab. Der Reichstag ist beendet. Ähm, der Kaiser kam mit seinem Vorhaben, seinen Enkel zu, wählen zu lassen, nicht weiter. Auch die Türkensteuer äh, ist nicht äh, wirklich so durchgegangen. Und äh, Friedrich III. lässt allerdings zwei seiner Räte zurück, nämlich Johann Rüchel und Philipp von Feilitsch. Die sollen in Augsburg bleiben, um sich dann der Sache anzunehmen, wenn hier Luther verhört werden soll. Einige Tage später ist man dann endlich auch in Wittenberg informiert darüber, dass Karl von Miltitz eingeschaltet worden ist. Und äh, Luther hat die Anregung an die Universität, dass die sich beim Papst dafür einsetzt, doch, dass Luther wirklich in Deutschland vernommen werden kann. Währenddessen bereitet sich Kajetan auf die Vernehmung Luthers vor. Er verfasst diverse Traktate und beschäftigt sich eingehend mit den theologischen Fragen, die Luther aufgeworfen hat. Und während er das tut, er ist ein sehr kluger und sehr äh, gebildeter Theologe, stellt er fest äh, bei der nüchternen Analyse, wie weit sich Luther theologisch eigentlich schon von Rom entfernt hat. Und Cajetan äh, meint erkennen zu können, dass Luther bereits jetzt eine neue Kirche aufrichtet und er, er versucht so die entscheidenden punkte herauszukristallisieren, um ihn dort zu fassen. und für ihn sind das einmal das thema des, der glaubensgewissheit und die lehre vom schatz der kirche, ähm, über die er besonders äh, mit luther sprechen möchte. so macht sich äh, martin luther ende september auf den weg nach augsburg. er soll vor cajetan auf deutschem boden in augsburg verhört werden. und äh, sein ordensbruder leonard bayer, der begleitet ihn, der Kurfürst hatte 20 äh, Gulden besorgt, äh, mit denen Luther die Reisekosten bestreiten soll. Und als Luther sich auf den Weg macht, ist er wirklich besorgt. Die, der Hauptgrund seiner Sorge ist, dass wenn er tatsächlich als Ketzer verurteilt wird, wäre das eine schlimme Schande für seine Eltern. Und so macht er sich Gedanken, was, was wird aus meiner Familie, was wird mit meinen Eltern, wenn ich jetzt hier als Ketzer sterben sollte. Und das waren schon sehr äh, ernste Gedanken, mit denen Luther sich auf den Weg gemacht hat, den wir hier auf der Karte sehen. Ähm, von Wittenberg ging es Richtung Augsburg und am 29. September kam er in Weimar an. Und äh, dort trifft er interessanterweise sogar auf den äh, Hof, der gerade aus Augsburg zurückgekehrt ist. In der Schlosskirche in Weimar predigt er gegen Heuchelei und auch gegen... Werksgerechtigkeit. Untergekommen ist er in Weimar bei den Franziskanern und als die äh, mit ihm sprechen, warnen die ihn vor einer möglichen Verbrennung. Während all dessen ist in Einsiedeln Ulrich Zwingli immer mehr in die Rolle eines theologischen Mahners hineingewachsen. Und hat sich dafür eingesetzt, das Evangelium so zu predigen, wie es doch eigentlich in der Bibel steht. Wir erinnern uns, Einsiedeln war ein Wallfahrtsort von überall, kamen die Leute aus der ganzen Schweiz, um dort an der Gnadenkapelle vermeintlich besondere Segnungen zu erhalten. Zu hohen Festzeiten kamen die, die Pilger so aus Deutschland und aus, aus Frankreich. Und der Zwingli hat das mit immer größerem Unbehagen gesehen, hat immer deutlicher und immer lauter ähm, dagegen gepredigt. Und wir haben hier einen kleinen Ausschnitt aus dem, was er sagte. Bildet euch nicht ein, dass Gott in diesem Tempel stärker anwesend ist als in einem anderen Teil seiner Schöpfung. Was immer auch das Land ist, in dem du wohnst, Gott ist um dich herum und hört dich. Können euch ohne zu Werke lange Pilgerfahrten, Gaben, Bilder oder die Anrufung der Jungfrau oder der Heiligen euch die Gnade Gottes verdienen? Gott schaut auf das Herz und unsere Herzen sind fern von ihm. Christus, der einst am Kreuz geopfert wurde, ist das Opfer, das für alle Ewigkeit Genugtuung für die Sünden der Gläubigen getan hat. Hier sieht man, wie dieses klare biblische Evangelium auch in den Predigten des Zwingli jetzt ganz deutlich hervortritt, das auf Texten wie diesem basiert. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargemacht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Zwingli sagte, das eine echte, wirkliche Opfer, das uns rettet, das ist Christus. Und er ist für uns gestorben. Und Gott ist an jedem Ort derselbe. Wir müssen nicht große Pilgerfahrten machen. Gott ist nicht an bestimmten Orten ähm, gnädiger als an anderen. Wir müssen nicht durch bestimmte äh, Taten und Werke und Pilgerfahrten ihn irgendwie gnädig stimmen, sondern überall, wo wir sind, können wir frei auf diese Gnade zugreifen. Das Evangelium, das Luther gefunden hatte, ist auch dem Zwingli deutlich aus der Bibel hervorgeleuchtet, ohne dass die beiden jemals miteinander kommuniziert hätten und es wird sich zeigen, wie die beiden jetzt parallel ähm, nebeneinander zu großen Reformatoren heranwachsen und ihre Zeit und auch viele Generationen danach noch geprägt haben. In der nächsten Woche wollen wir dann weiter studieren und vor allem sehen, was aus dem Verhör Luthers geworden ist in Augsburg vor Cajetan. dann heißt es Luther vor Kajetan und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten, wenn es hier heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Bis dahin wird es Ihnen Gottes Segen und alles Gute.